Nicola Brendel. Hi. Künstlerin aus Berlin eigentlich, aber jetzt gerade auf Mallorca. Und das ist jetzt unsere zweite Aufzeichnung. Die erste ist gerade abgerauscht, warum auch immer. Und ja, du bist jetzt nicht in Berlin, du bist in Mallorca. Wie kommt das? Genau, also ich bin als Künstlerin und Galeristin auf einem Kreuzfahrtschiff auf der MS Europa engagiert gewesen, um dort die Galerie zu betreuen. Und die Kreuzfahrt ist abgebrochen worden, weil, ja, wegen der aktuellen Situation. Und der letzte Hafen, den wir noch anlaufen konnten und durften, war Palma de Mallorca. Und weil ich selber 2 Jahre hier gelebt habe vor vielen Jahren, habe ich hier viele Kontakte und habe mich spontan entschieden, dass ich lieber auf dem Land leben möchte in dieser Zeit als irgendwo in Berlin, in der Stadt, in der Wohnung. Und deswegen bin ich hier. Ja, auch an dich jetzt gleich 7 Fragen, wie ich sie an alle Künstlerinnen und Künstler vom Paul Klinger Künstlersozialwerk richte. Die erste Frage: Welcher Gedanke ging dir heute Morgen als erstes durch den Kopf, nachdem der Kaffee eigentlich im Bauch war? Ja, der Kaffee, der muss bei mir immer ein bisschen warten und deswegen ist es immer der erste Gedanke. Trotzdem ist der Kaffee, weil hier haben wir sehr starke Ausgangsbeschränkungen und dürfen nur zwischen 7 und 11 Uhr einen kurzen Spaziergang oder einen Spaziergang in 1 Kilometer Entfernung oder Umkreis ums Haus machen. Und deswegen bin ich immer schon um 7 Uhr auf der Piste und laufe für 2 Stunden und dann mache ich Yoga. Und die ganze Zeit freue ich mich auf diesen besagten ersten Kaffee. Und was macht die Krise im Augenblick mit dir? Die Krise hat die Pausetaste gedrückt, wie bei allen oder wie bei den meisten Leuten. Und ich genieße es sehr, weil ich kann die Pausetaste selber sehr schwer drücken. Ich hoffe, in Zukunft werde ich das jetzt gelernt haben, dass ich das machen kann. Aber ich bin jemand, der immer unterwegs ist, immer am Machen, am Tun, Leute treffen, arbeiten. Und jetzt muss ich pausieren und ich kann nicht alles so machen, wie ich es sonst mache. Und ich genieße das sehr. Also ich bin selten so entspannt gewesen. Und auch wenn ich mit Kollegen, Freunden, Geschäftspartnern spreche, die sagen sogar am Telefon, also Frau Brendle, Sie wirken sowas von entspannt. Das ist ja irre. Und genauso fühle ich mich auch. Ja, und woran arbeitest du gerade? Ich arbeite eigentlich gerade, also natürlich arbeite ich, aber gefühlt arbeite ich nicht, weil ich mein Material nicht da habe. Üblicherweise kann ich, egal wo ich bin, arbeiten. Also ein Drittel des Jahres bin ich normalerweise unterwegs, um Plakate zu sammeln. Ich bin Collagenkünstlerin und mache Collagen aus alten Plakaten. Und das heißt, egal wo ich unterwegs bin, ich kann arbeiten. Und jetzt ist das erste Mal, dass ich wirklich nicht arbeiten kann, weil ich kein Material habe. Ich kann nicht raus, um Material zu sammeln, weil im Umkreis von 1 Kilometer gibt es keine Poster. Und sonst, egal wo ich bin, ich brauche nur einen ganz kleinen Platz, um schaffen zu können. Und das geht gerade nicht. Und selbst darum bin ich froh, weil es ist wie ein Pausieren. Auch da ist es eine richtige Stopptaste. Und das sammelt sich jetzt alles im Kopf an und kann dann irgendwann bald hoffentlich raus mit einer Explosion. Hat sich dein künstlerisches Arbeiten verändert? Ja, weil es ist ja non-existent. Also kreativ werde ich jetzt gerade eher mit Ideen, wie man vermarkten kann, anstelle des wirklich kreativen Schaffens mit den Händen und meinem Material, sondern es sind dann eher Überlegungen, ach, wie könnte man die Kunst an den Mann bringen und was könnte man da machen und was könnte man da machen. Also da bin ich sehr kreativ und sehr beschäftigt im Kopf und ich mache trotzdem auch, einfach um etwas zu tun, Collagen aus alten Zeitschriften, was ich normalerweise nie mache und auch nie vorhatte zu machen, aber irgendwas muss und möchte ich ja tun. Was bedeutet für dich, so in Anführungsstrichen zu Hause zu arbeiten, also jetzt nicht rumzureisen? Ich bin ja gerade weder zu Hause noch auf Reisen.
Ich bin bei einer lieben Freundin, die mich glücklicherweise aufgenommen hat. Und wir haben hier ein kleines Häuschen mit Garten im Grünen. Und das Arbeiten zu Hause heißt, ich habe meinen Rechner. Das heißt, ich kann Kontakt haben mit Kollegen, Freunden, Kunden. Und wir haben den Tisch, den Esstisch komplett umfunktioniert. Der ist jetzt, würde für ungefähr 10 Gäste reichen. Die Gäste können natürlich nicht kommen. Aber wir haben alles voll mit Arbeitsmaterial. Überall liegen Schnipsel, Zeitschriften, Kleber. Also komplett umfunktioniert. Aber der Sommer ist hier eh schon ausgebrochen. Das heißt, gegessen wird draußen und drinnen wird gearbeitet. Wenn es zu heiß draußen ist, können wir uns reinsetzen an den Esstisch und hier arbeiten. Was fehlt dir besonders? Mir fehlt eigentlich überhaupt nichts. Ich bin irgendwie gerade wunschlos glücklich. Also dadurch, dass ich weiß, es ist nur eine Pausetaste und die Sachen kommen wieder, ist es ein schöner Verzicht auch. Also es ist so eine Vorfreude auf, wenn es wieder hoffentlich normal ist und man wieder alle Menschen treffen kann, alle Dinge tun kann. Was mir wirklich fehlt, ist natürlich mein Material und auch das Atelier. Und trotzdem bin ich froh, auch da die Pause zu haben, weil sich das alles so schön im Kopf sammelt und darauf wartet, raus zu können. Wahrscheinlich ist es mein Fahrrad, was mir fehlt. Noch mehr Bewegung. Also ich brauche unglaublich viel Bewegung und das Spazieren. Also klar, ich gehe schon ich habe 2 Besenstöcke umfunktioniert und habe jetzt so Besenstöcke, mit denen ich spazieren gehen kann, damit ich ein bisschen Workout habe. Aber ich brauche eigentlich mehr Bewegung. Ich würde gern klettern gehen und wandern gehen. Ich sehe zwar die Natur um mich, aber immer die gleiche. Seit 2 Monaten sehe ich, wie der Frühling zum Sommer gewechselt ist. Aber ja, so ein bisschen mehr Bewegung fehlt mir, glaube ich. Und was wird sich wohl verändert haben, wenn die Krise vorbei ist? Es wird sich hoffentlich verändert haben, das soziale Verhalten der Menschen gegenüber dem anderen. Das empfinde ich jetzt schon als sehr positiv, dass die Menschen wieder mehr auf sich selbst, aber auch auf die Mitmenschen Acht geben, freundlicher und positiver sind, die Natur wieder zu schätzen wissen. Ein schönes Miteinander. Das ist das, was ich hoffe, aber wo ich ein ganz gutes Gefühl für habe. Ja, herzlichen Dank. Das waren die 7 Fragen. Und ich wünsche dir noch eine schöne Zeit dort, dass du nicht allzu viel vermissen musst und dass du dann irgendwann gesund wieder nach Berlin kommen kannst und von dort aus wieder durch die Welt und an die Plakatwände vorbeigehen darfst. Dankeschön. Dir und viel Erfolg. Dankeschön. Dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Gleichfalls. Tschüss.